Wir sind endlich da, Prinzessin Peach, und hiermit willkommen zu Princess Peach Showtime für die Nintendo Switch. Lange draußen, kommen erst jetzt dazu und los geht's. Ich hole uns Eintrittskarten, es sollte nicht allzu lange dauern. Sieh doch in der Zwischenzeit im Foyer um, ich melde mich, wenn ich die Karten habe. Das Einzige, was mir in der Demo noch in Erinnerung geblieben ist, ist zu einem das Schwertlevel und dieses Kochlevel, und darauf bin ich mal gespannt. Willkommen im Funkeltheater, wo all unsere Träume wahr werden. Dieses Theater ist ja eine wahre Schönheit, ich zeige ihn dir. Wo ist der Laden? Der Funkeli hier gefällt mir am allerbesten. Du hast nichts zu sagen? Okay. Oh, die Bilder sehen ja knuffig aus. Achso, okay. Der Funkeli in diesem Theaterstück ist einfach toll. Seine Funkelkraft überstrahlt alles. Die Funkelis sind unsere Stars. Ihr gewisses Etwas erweckt die Bühne zum Leben. Das ist doch schön. Die haben immer noch nicht geöffnet. Vorsicht, Baustelle, okay. Komm ich hier hoch? Nein. Heute sind wir Publikum, doch der Traum eines jeden Theatres ist, selbst auf der Bühne zu stehen. Wie, warum kann ich nicht nach unten? Tut mir leid, dieser Bereich ist gesperrt. Neustars haben so einen Funken im Blick. Mein Herz klopft ganz laut. Ich kann es kaum erwarten. Ja, ich auch nicht. Ich kann es kaum erwarten. Der Einlass für unser neues Fechttheaterstück beginnt bald. Noch etwas Geduld. Princess Peach, ich habe unsere Karten. Hier ist deine Karte. Ganz schön voll hier, oder? Dann sind die Vorstellungen bestimmt toll. Oh, weiß nicht so recht. Unser Theaterstück beginnt bald. Wir sollten zu unseren Plätzen gehen. Wir haben eine Ankündigung für alle Besucher des Theaters. Es wird nun Zeit für eine fesselnde Vorstellung der Extraklasse mit mir. So schnell kann ich nicht vorlesen, liebes Spiel. Princess Peach, Showtime. Du möchtest wissen, was los ist? Also, das sind seltsame Gestalten mit Masken und sie bringen all unsere Theaterstücke durcheinander. Solange sie da sind, können wir das Stück nicht aufführen. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Du wolltest dir also nur einige Theaterstücke ansehen und bist dann in diese ganze Sache hier reingeraten? Das tut mir leid. Ich muss alles wieder in Ordnung bringen. Aber alleine schaffe ich das wohl nicht. Ich wäre wirklich froh, wenn du mir helfen könntest. Was meinst du? Bist du dabei? Wirklich? Du möchtest helfen? Natürlich. Oh, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Ich heiße Stella. Ich bin die Fee der Sonne und des Mondes. Ich bin eine Funkelfee, die über diese Theater wacht. Und du bist Peach? Na, was für ein toller Name. Mit Hilfe der Funkelkraft holen wir uns das Theaterstück zurück, damit die Vorstellung endlich weitergehen kann. Auf nach Solaria. Die Maskierten halten sich im Fechtstück auf.
Das ist also unser erstes Ziel. Okay, dann wird jetzt wohl gefechtet. Das Dornenschloss. Von Don Röschen? Das ist also die Fechtgeschichte. Und tatsächlich stimmt hier etwas nicht. Hm? Oh nein. Jemand wurde verletzt. Ob die maskierten Gestalten dahinter stecken? Ah, jetzt verstehe ich. Ich habe eine Idee. Wir sollten es mit der Funkelkraft versuchen. Jetzt kannst du mit deiner Schleife die Funkelkraft verwenden, Peach. Los, dieser Tetri braucht Funkelkraft. Okay, dafür muss man einfach B drücken. Okay. Schon funkelt seine Nase. Jetzt fühle ich mich besser. Das hört sich doch gut an. Hier siehst du, was die Funkelkraft vermag. Sie erfrischt und bringt alles zum Strahlen. Mit deiner Hilfe und der Funkelkraft können wir alles wieder in Ordnung bringen. Hier ist wieder alles ganz normal. Aber wir sehen besser einmal nach, ob im Schloss alles in Ordnung ist. Sie haben ganz plötzlich angegriffen. Wir kriegen Münzen. Das Schloss sieht ja eigentlich ganz normal aus. Ich fühle mich so richtig erfrischt. Wovor rennt ihr denn weg? Oh, das sind ja die Maskierten. Warte, nur kurz Bäumchen hier. Angreifen mit meiner Schleife. Ja, macht Sinn. Das sind die Schurken. Wir müssen angreifen. Setz mir die Funkelkraft ein. Oh, war ja easy peasy. Ich wusste es. Gegen die Funkelkraft haben diese Gestalten keine Chance. Nichts zu danken. Ganz schön dreist. Yep. Ja, Peach ist einfach die Beste, ne? Leben brauche ich nicht, deswegen nehme ich mal die Münzen. Hier gibt es eine Abkürzung zum Schloss. Oder es gab sie mal. Wo ist nur der Weg? Erstmal. Aua. So mache ich die weg. Die nerven ja praktisch. Hurra, jetzt kommen wir weiter. Das hört sich doch gut an. Das ist... Ah, ein Funkelkristall. Er ist ein greifbarer Beweis deines Könnens. Diese Kristalle strahlen vor Kraft und werden dir sicher noch einmal sensitiv sein. Hoffe ich doch. Ich glaube, jetzt sieht das Schloss nicht mehr so gut aus. Was machen denn die ganzen Dornen da?
Das sieht nicht gut aus. Oh nein. Der König ist im Schloss. Ja, das ist nicht gut. Wenn ich nur etwas stärker wäre. Ich verleihe die Kraft des Enchantix. Ich fühle mich unbesiegbar. Das ist doch schön. Nicht hier rein? Nö. Ey, lass ihn in Ruhe. Das war schrecklich, danke für die Hilfe. Ich stehe in deiner Schuld. Nein, stehst du nicht. Das tue ich doch gerne. Was wohl im Schloss vorgeht? Du weißt ja schon. Oh, da können wir rein. Dann gehen wir doch erstmal hier rein. Die Bäume standen einmal voller Blüte. Okay, ich helfe dir. Oh, wir kriegen die Schleife. Diese Blüten sind einfach wunderschön. Ja, definitiv. Einfach, kann ich die auch zerstören? Nein, kann ich nicht. Wer kommt und ficht für uns? Ja, die Prinzessin Peach. We are on our way. Oh oh. Der Weg zum Schloss ist blockiert. Ich werde diesen Weg frei machen. Bitteschön. Oh, dafür kriegen wir auch noch so ein Funkelkristall. So random. Das ist die Fechtfunkelkraft, Peach. Gemeinsam können wir sie nutzen, denke ich. Denkst du oder weißt du? Fechterin Peach. Läuft. Die Fechterin, du bist doch die Fechterin. Okay, mit B können wir angreifen. Das war ja easy. Einfach draufhauen. Dieses Können mit dem Degen enorm. Wie elegant. Definitiv. Wir brauchen die Fechterin. Hallöchen. Steuerung. Bist du an einer interessanten aussehende Stelle, dann drücke ZL oder ZR, um zu posieren. Okay. Musste sein. Und der Weg ist frei. Dann geht jetzt auf zum Schloss, ne? Nicht einen Schritt weiter. Steuerung. Beobachte deine Gegner gut und drücke dann B oder A, um auszuweichen oder zu kontern. Und da einfach draufschlagen.
So, kriege ich jetzt mein Herz zurück? Nein? Okay. Und da kann ich Sachen zerstören, kann ich hier posieren? Da oben kann ich posieren. Es leuchtet so. Ich versinke im Boden, Treibsand. Das war eine Falle. Das ist ja mies. Muss man hier wirklich aufpassen, dass man hier wirklich alles sammelt. Kann ich das jetzt zerstören? Nein. Kann ich nicht zerstören. Der König, was soll man nur tun? Edelfechterin, bitte hilf uns, rette unseren König. Mach ich. Oh, da haben wir ein Herz. Oh, liebes bisschen. Ich werde dich nicht durchlassen. Auf sie mit Gebrüll. Hier muss man wirklich kontern. Jetzt bin ich dran. Weiche gegnerischen Angriffe aus, indem du mit Hilfe von A springst. Ich bin gut, dass das Limit vom Zeitlimit zum Reagieren echt enorm hochgesetzt worden ist. Danke dafür. Schon wieder Steuerung. Möchtest du Gegner über dich besiegen? Neige L nach oben und drücke B, eine stiefele Attacke. Das ist ja nice. Ich krieg an dem dazu. Und da ist man eben auch wieder weg. Und die Leben kommen und gehen. Aua. Ich sollte wohl nicht so durchrushen. Da ist der König. Dieses Schloss gehört jetzt uns. Nicht wirklich. Auch nicht. Wenn ich nicht noch was zu sagen habe. Hier habe ich das Sagen. An mir kommst du nicht vorbei. Ich muss gegen eine Pflanze kämpfen. Schon wieder eine Steuerung. Weiche Gegner. Okay, das ist doch. Konzentration wird's auch, ne? Ja, easy peasy, würde ich jetzt mal behaupten. Hm.
you very much. Und alles eingesammelt, das ist doch schön. Kleiderschlaf erhalten, Fechterinkleid. Fortsetzung folgt. Wir haben es geschafft. Gemeinsam ist es uns gelungen, die Funkelkraft zu nutzen. Aber noch ist der Theater nicht wieder so, wie es vorher war. Ob das an diesen leuchtenden Fäden und dem Symbol dort liegt? Die anderen Stücke brauchen sicher auch unsere Hilfe. Komm, lass uns gleich nachsehen. So, wir können Ninja sein. Im Moment ist im Theater ziemlich gruselig. Ach, Kundschaft. Interessierst du dich für unsere wundervollen Kleider? Wir akzeptieren Münzen. Für dich habe ich wunderschöne Schleifen, Stella. Seht euch doch einmal um. Oh, wir können Sachen kaufen. Peach, was kann man denn kaufen? Ui. Oh, naja. Diesen Verlauf mag ich. Das hole ich mir ja auch. Was kann denn Stella haben? Oh. Okay. Farbkombination.